Diesmal können wir euch was ganz Besonderes zeigen. Ich bin mir sicher, die meisten von euch wissen noch nicht mal, dass so etwas existiert. Auf was wartest du? Auf die Überraschung. Gut. Ja. Eigentlich ist es ein Laufrad von Husqvarna, was es in der Größe 12 und 16 Zoll gibt. Allerdings ist es kein stinknormales Laufrad, so wie es hier gerade benutzt wird, sondern es kann auch noch ein Akku eingesetzt werden und so wird es dann zum E-Laufrad. Und jetzt kommt da gleich noch was. So eine Ahnung, was passieren wird? Nein. Was ist das? Aber nicht zu wild, okay? Erstmal vorsichtig. Ein bisschen Gas geben. Hebel drehen, Hebel drehen. Jetzt bremst du. Okay. Oh, nein! Lass wieder los, den Hebel, lass mal wieder los. Okay. Vorsichtig, gell? Ihr seht jetzt hier vollkommen ungefiltert die ersten Versuche, deswegen lacht er auch gar so, weil er noch gar nicht wusste, was ihm geschieht. Und ihr seht, es klappt von Anfang an sehr, sehr gut. Natürlich ist das Gas am Anfang noch ein bisschen schwer zu steuern, deswegen ruckelt es noch so ein bisschen. Aber es lässt sich in drei Geschwindigkeitsstufen einstellen. Im Moment haben wir gerade die leichteste drin mit 8 km/h. Dann gibt es noch eine mittlere mit 12 km/h und die allerhöchste mit 21 km/h. Dann macht es übrigens auch als Erwachsener so richtig viel Spaß zum Rumfetzen und vielleicht so ein paar Geschicklichkeitsparcours zu durchfahren. Mami, angegeben ist das Bike für Kinder von 4 bis 8 Jahren. Meiner war jetzt zu dem Zeitpunkt noch so 3,5. Aber hat ihm schon super gut gepasst. Er ist natürlich auch ziemlich groß, mit 1 Meter, ja knapp 10 mittlerweile. Und hat damit echt richtig viel Spaß gehabt. Angeblich hält es bis zu 1 Stunde Akkulaufzeit. Ich muss jetzt gestehen, so lange fährt eigentlich kein Kind am Stück. Und ich habe dann auch immer mal wieder geladen. Die Ladezeit ist super schnell, mit nur 45 Minuten bis zu 1 Stunde. Und ja, so hatten wir immer richtig viel Spaß am Campingplatz und auch natürlich zu den Spielplätzen außenrum zu fetzen. Ich weiß schon, wie Fetzen geht, aber der nächste Plan wäre dann auf jeden Fall, das Bike im Pumptrack auszuprobieren. Ich wollte den Kleinen aber erstmal langsam hintasten lassen, damit er dann auch wirklich die Freude behält. Weil der ein oder andere Crash kann dann natürlich auch wieder viel Spaß nehmen. Bei Kids, da kommt es ganz drauf an, wie wild eure Kleinen sind. Meiner ist da eher ein bisschen vorsichtiger, kaum zu glauben, aber wahr. Vorsichtig, da ist bei der Kurve. Okay, Spitze. Was mich selber echt erstaunt hat, ist, wie gut er das einschätzen konnte, wann er Gas geben kann und wann er eben aufpassen muss. Und ja, am Spielplatz bei den anderen Kids ist man mit sowas natürlich der absolute Hingucker. Und die hatten zum Teil schon riesen Freude, einfach nur ihm hinterher zu fetzen und fangen zu spielen. Das habe ich nicht gefilmt, weil ich natürlich jetzt keine fremden Kids aufnehmen wollte. Aber also es war echt ein richtiges Highlight. Und ein weiteres Highlight habe ich hier noch für euch. Das war, glaube ich, keine Absicht, aber der erste Wheelie folgt. Wow! Diese kleine Schocksekunde für ihn konnte ihn nicht abhalten. Er ist gleich wieder weitergefetzt. Hat also wirklich richtig viel Spaß gemacht, nehme ich an. Weil sonst lässt sich meiner von sowas ganz schön schnell verstecken und in dem Fall eben gar nicht, zum Glück. Und ja, er kann natürlich Laufrad fahren und er kann auch schon Fahrrad fahren, aber das ist halt nochmal eine super Erweiterung, um einfach noch mehr Spaß draußen zu haben. So rüber und dann da runterfallen, also so geht am Purzelbaum. An dem Tag haben noch einige weitere Abenteuer auf uns gewartet, wie ist. Wir hoffen, das Video hat euch wieder gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Und wenn euch das Bike näher interessiert, dann stelle ich den Link dazu in die Infobox.